In dem Video will ich noch ein bisschen Kleidung loswerden. Mache hier eine kleine Modenschau. Modenschau in dem Video. Also. Erste, was ich loswerden will, sind diese Polunder. Sowas habe ich gern mal angezogen, als ich noch jünger war, als ich Dozent war. Was ich an denen so cool fand, ist, das zieht eigentlich ein junger, ein 25-Jähriger, der zieht sowas nicht an. Das zieht ein dicker, hässlicher 40-Jähriger an. Und das fand ich so lustig, das hat sich so out of place angefühlt, sowas anzuziehen. Den hier, den dunkelblauen, den hatte ich gekauft und ich habe ihn nicht ein einziges Mal angezogen. Null Mal. Deswegen gucke ich jetzt mal auf der Kamera, ob ich nicht was verpasst habe. Mit schwarzer Hose, bisschen komisch, aber fand es so ganz lustig, so eine Mischung aus ein kleines bisschen professionell, so ein kleines bisschen businessmäßig, aber nicht zu sehr. Weil ich habe die immer mit solchen klassischen Hemden angezogen. Dann habe ich hier diese schönen dünnen Drahtbügelchen, die ich so gerne mag. Habe ich hier einen grauen, den hatte ich sehr oft an. Der hat auch irgendwie auf der rechten Brust hat der so ein Logo, was ich nicht weiß, was es bedeutet. Jedenfalls den mochte ich gerne, den habe ich oft angezogen, oft zu blauen Hemden. Mit blau sieht der ganz nett aus. Und sowas habe ich gern angezogen, als ich jünger war. Jetzt aber, wo ich älter werde, würde das so ein bisschen bedeuten, dass ich mich meines Alters entsprechend anziehe und sowas mag ich nicht. Das möchte ich verhindern. Jetzt habe ich hier einen etwas helleren blauen Polunder. Den habe ich vielleicht 4-5 Mal angezogen, überhaupt. Der ist auch so ein bisschen baggy. Ganz nett, aber so möchte ich nicht mehr rumlaufen. Nächste, was ich loswerde, sind Hemden. Also ich habe ja hier so ein schlichtes weißes Hemd an. Und was ich mal gekauft hatte, aber vielleicht nur ein oder zweimal an hatte, ist so ein Ding, was fast genauso ist. Es ist nur eine andere Farbe. Und zwar die Besonderheit, dass der Kragen eine andere Farbe ist. Ich dachte, sowas ist irgendwie lustig. Ich dachte, mir gefällt das. Aber dann irgendwie, als es auf meiner Stange hing und ich das gesehen habe, ich hatte nie Lust, das anzuziehen, dieses Ding. Ach nee, lass den an. Dann habe ich hier genauso ein Ding. Das ist auch blaues Hemd mit weißem Kragen. Mit dem Bonus, dass es hier weiße, so echte Hemdärmel hat, wo ich auch so ein paar Manschettenknöpfe, die ich irgendwie mal auf einem Flohmarkt gekauft habe, rangemacht habe. Und die auch die Besonderheit, es hat rote Knöpfe. Sowas würde ich jetzt furchtbar finden, es ist viel zu auffällig. Deswegen weg damit. Und das Letzte, was ich weiß, dass ich loswerden will, ist diese mehr oder weniger schicke Jacke. Das ist so eine Art Regenjacke, so eine Art Seglerjacke. Die ist mir aber schon zu groß. Und die habe ich auch schon seit, ich glaube, 20 Jahren oder so. Die habe ich, seit ich ein Kind bin. Die ist eigentlich ganz okay. Ich finde es auch lustig, so von den verschiedenen Farben, die sie hat. Aber die hat einen großen Nachteil. Die hat auf dem Rücken groß stehen Le Coq Sportif. Der sportliche Hahn. Ich weiß nicht, ob das so clever ist, besonders wenn man irgendwie Eltern ist und man kauft es seinem Kind, weil die hatte ich mir nicht ausgesucht als Kind. Man kauft doch seinem Kind nicht eine Jacke, wo hinten Coq draufsteht. Wie doof kann man denn sein? Wie dumm sind manchmal Eltern? Hier, Le Coq, kam manchmal junge Herren an, die besonders interessiert an mir waren. Und die haben dann so gefragt, oh, tolle Jacke, kann ich ein Foto von der Jacke machen oder so. Das hat zu einer Menge ungewollter Aufmerksamkeit geführt. Deswegen bin ich froh, dass ich dieses kleine Stück Horror jetzt loswerde. Na gut. Das waren die kleinen Stücke, von denen ich mich jetzt trenne. Jetzt habe ich sogar noch weniger. Es wird immer leerer. Ich höre gerade ein Buch von Marie Kondo. Das ist so diese japanische Aufräumexpertin.
die da richtig harte Tipps gibt. Ich bin erstaunt, wie viel von dem, was die erzählt, ich selber schon in meinem Leben umgesetzt habe. Sowas wie lieber Plastikkisten, die durchsichtig sind, als solche Kisten, wo man nicht von außen weiß, was drin ist, benutzen. Oder alles so anordnen, dass die Sachen, die man oft benutzt, dass man da am leichtesten rankommt und sowas. Tolle, tolle Tipps. Leider so ein bisschen, die ist so ein bisschen faschistisch drauf. Also ich glaube, die ist so ein bisschen zu streng für mich. Trotzdem, tolle Tipps. Ich höre das und ich freue mich, dass ich da quasi mal was gefunden habe, was dieses Vorhaben des Minimalisierens, was ich gerade am Umsetzen bin, so ein bisschen mit Realwelterfahrung unterstützt, weil ich ja immer nur meine Theorie habe. Na gut, genug gebrabbelt, so lange sollte das gar nicht werden.